Moin Jungs und Mädels und diverse und homosexuelle und heterosexuelle und farbige und weiße und gelbe und große und kleine und etwas dickere und etwas dünnere und etwas lautere und etwas leisere. Ich hoffe, ich habe alle begrüßt, die es auf der Welt gibt. Ich hoffe, ich habe alles mit im Begriffen. Ja, ich weiß, Leute, es ist absoluter Schwachsinn. Ich finde es auch. Dieses Gendern und er, sie, es und alles. Ich kann das verstehen, dass wenn ein Mann sich irgendwie, das nur ganz kurz, wir kommen gleich zum Thema, wenn ein Mann sich eher wie eine Frau fühlt, dann ist das okay. Dann, also ich verstehe es nicht, weil ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich in dieser Situation nicht bin. Aber was für Debatten mittlerweile auf der Welt losgehen, wie man wen nennen darf und bei Anreden im Bundestag ist es mittlerweile er, sie, es, wir, ihr, sie. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute gar nicht checken, wie viele Probleme wir auf der Welt haben. Und es werden künstlich Probleme gemacht. Aber heute im Video habe ich meinen Beitrag geleistet. Habe einfach alles und jeden begrüßt, genauso wie alle Haustiere und sonst was. Was wissen wir eigentlich über WW2, beziehungsweise absoluter Schwachsinn, Warzone 2 und Modern Warfare 2? Bisschen in Synapse zueinander. Was ist bestätigt? Was haben wir aus dem Gameplay-Trailer gesehen, den ihr alle wahrscheinlich gesehen habt? Was haben wir in der Kampagnenmission gesehen auf dem Schiff, die mich ultra an eine Kampagne erinnert hat und ich kam nicht mehr drauf, auf welche, bis es mir einer im Stream geschrieben hat, der meinte, es muss COD4, also das erste MW gewesen sein. Da ist auch so eine Schiffsmission, da ist man auch auf dem Schiff, die ist, also es sind richtig Flashbacks gewesen. Es ist klar, wir haben in den vergangenen 16, 17 Jahren so unzählige Missionen gehabt und MW sieht vom Look ja auch immer relativ ähnlich aus. Hat mich sehr daran erinnert. Ich war sehr gespannt auf den Reveal-Trailer, der uns, finde ich, fast gar nichts verraten hat. Dann war ich sehr gespannt auf, das war ja auf diesem Summerfest, auf das Gameplay von der Kampagne. Und das Erste, was ich da sagen muss, wer auch immer diese Kampagnenmission gespielt hat, hat gefühlt, noch nie eine Maus in der Hand gehabt und noch nie einen Controller in der Hand gehabt. Und klar, so wie der sich bewegt hat, geschlichen, irgendwie gegen Wände gelaufen, alles, das ist eher die Zielgruppe von Activision und von so einem Shooter wie Call of Duty. Das müssen wir einfach endlich alle verstehen. 98, 97, 95% der Community vor 100 Millionen Spielern sind Leute in diesem Skillbereich, die nicht Kansas Line und die nicht Scuff Jumpen und Drop Shotten und was weiß ich was. Und deswegen passte es schon, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Action in dieses Showcase von der Mission reinbringt. Was sicher ist, Ricochet wird von Release an in Warzone, was released werden soll Dezember 2022. Und Modern Warfare 2, was released werden soll am 28.10., also ganz klein bisschen vor Vanguard letztes Jahr, soll weltweit von Anfang an mit drin sein. Warzone 2 soll auf der MW-Engine laufen, die komplett überarbeitet wurde und auch komplett überarbeitet wurde von MW19 zu MW2, was jetzt kommt. Alle anderen Games, die jetzt danach kommen, so wie es aussieht, 2023 ist ja Pause, 2024 kommt ja das neue, vielleicht Black Ops Teil, vielleicht was ganz anderes von Treyarch dann. Das heißt, das erste Mal richtig dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit, worauf ich mich freue, weil Treyarch meiner Meinung nach, das subjektiv, die besten CODs bisher gemacht hat. Und auch Treyarch Games, genauso wie, oh, es gruselt mir, Sledgehammer Games, sollen alle auf derselben Engine laufen. Das heißt, man hat nicht mehr dieses Gefühl, was man vielleicht zwischen Warzone und Cold War hatte. Man spielt Montagabend 3 Stunden Cold War. Es ist ja eine veraltete Engine gewesen, mit ganz anderen Mechaniken. Das Gunplay hat sich anders angefühlt, die Waffen sahen anders aus. Treyarch CODs sind immer so ein bisschen cartoonmäßig, finde ich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Modern Warfare und Infinity Ward Games sind immer eher mehr realistisch. Und über eins braucht man sich ja nicht streiten. In MW19 hat man Maßstäbe gesetzt, was Waffensound angeht, was Waffengrafik angeht, was auch Grafik der Karten angeht. Das war crisp, das war clean, das sah richtig gut aus. Und es war schon eine Enttäuschung zu sehen, dass man ein Jahr später mit Cold War gefühlt 5 Schritte zurückgegangen ist. Lässt sich aber erklären mit, Treyarch hat auch das wieder übernommen, war eigentlich von Sledgehammer Games angefangen. Sledgehammer und Infinity Ward kam da irgendwie nicht drauf klar.
Oder nee, Raven Software und Sledgehammer war das. Treyarch hat wieder kurz vor Schluss übernehmen müssen, hat da irgendwie was hingezaubert. Cold War, wenn ich es bewerten müsste, ihr könnt eure Bewertung reinschreiben. 6,57 von 10. Es war in Ordnung, es hat teilweise auch wirklich viel Spaß gemacht, es hatte viele Probleme. Es ist mit unglaublich wenigen Maps gedroppt, alles, aber es war gar nicht so schlecht. Es war aber auch jetzt wirklich nicht gut, muss man sagen. Also MW2, Warzone 2, Release-Datum von Warzone 2 wird dann später noch bekannt gegeben, sollen unabhängig voneinander eben released werden. Das heißt, wir haben leider wieder für den Multiplayer nur circa 2 Monate reine Spielzeit. Dann kommt Warzone dazu und nimmt aus dem Multiplayer wieder viele Spieler weg. Leider ist es immer noch nicht bekannt, ob MW2 und Warzone 2 nachher ein Download sind. Sprich, dass wenn man Warzone spielen möchte, dass man automatisch MW2 runterladen muss, ob man es kauft oder nicht, sehr egal, sondern von der Dateigröße, vice versa, ob MW2 einzeln zu spielen ist ohne Warzone 2. Ich hoffe es für alle, die noch auf der Konsole spielen werden, denn Fakt ist ja nun mal, ich habe selbst eine PS5, die ich kaum noch nutze, weil ich mittlerweile Rebirth, Warzone, alles auf dem PC spiele, weil es einfach besser ist. FOV-Slider, den ich auf dem PC habe, der immer noch nicht für die Next-Gen-Konsolen bestätigt wurde. Und das ist ein großes Problem, denn normalerweise würde ich ja aus Marketing-Sicht erwarten, dass jemand wie Activision oder Infinity Ward so früh wie möglich und an dem Punkt, wo wir jetzt sind, müssen die ja wissen, ob da ein FOV-Slider im Game sein müsste wird. Man es ja ins Marketing mit reinnehmen und sagen, Leute, wenn ihr eine PS5 habt, eine Xbox Series S, X, FOV-Slider 120 FPS, FOV 120, können wir euch anbieten, wird dabei sein, lohnt sich, kauft euch das. Nichts ist davon zu hören. Das macht mir ein bisschen Sorge. Da ist weder bestätigt, dass es drin ist, obwohl es gefühlt schon für mich bestätigt war, noch ist es verneint. Das heißt, da muss man ein bisschen warten. Die Bundles werden 10 Euro oder kosten 10 Euro mehr. Hier kurzer Hinweis, ich habe mich ja von den Neva getrennt. Ihr könnt mich aber supporten, es kostet euch nichts extra und die Preise sind sogar ein bisschen günstiger als bei Neva. Bei MMOGA, da ist ein Affiliate-Link unten verlinkt, da könnt ihr euch das Guthaben für MW2 zum Beispiel kaufen. Es gibt die normale Version, die 10 Euro teurer ist als letztes Jahr, und es gibt die Vault Edition, die aber sowieso immer teurer ist. Und kurz dazu, die Games werden nicht nur bei COD, sondern bei allen Games, werden jetzt in Zukunft teurer werden. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Energiekrise, Inflationskrise, die ganze Welt ist in der Krise aktuell. Alles ist teurer geworden, Löhne sind gestiegen, Material ist gestiegen, das ist ganz normal. Und ich finde, man braucht sich nicht aufhängen bei 10 Euro mehr oder weniger. Wobei es natürlich schon witzig ist, dass Activision den Preis um 10 Euro erhöht, nachdem wir 3 Jahre mehr oder weniger groben Mist an die Hand bekommen haben. MW19 kann man da ein bisschen rausnehmen. Verkaufsmäßig war MW19 eins der besten CODs, was sie die letzten Jahre hatten, weil sie viele Entscheidungen getroffen haben, die auf Anfängerspieler appealend, also interessant wirken sollte. Keine Fußschritte, man brauchte sich nicht bewegen. Man hat aber gehört, wenn ein aktiver Spieler sich bewegt hat. Eine Minimap, die nicht verraten hat, dass man auf jemanden schießt, selbst ohne Schalldämpfer nicht. Außer irgendjemand hat eine Drohne gehabt. Dazu kam das Problem mit dem Map-Design, sehr vertikal, nach oben gebaut, 2 Stockwerke, 3 Stockwerke, 10 Fenster, 15 Fenster, 20 Fenster, unfassbare Time to Kill. Die Maps sollen kleiner sein in MW2, haben die Entwickler selber gesagt. Der Fokus war darauf, dass man eine Mischung aus alten MW-Maps, also Terminal, High-Rise und, Crossfire soll auch mit dabei sein, dass man sich daran orientiert und die Maps-Karten generell kleiner hält. Ebenfalls sind die Multiplayer-Karten, über die kurz gesprochen wurde, explizit, wurde es erwähnt, für 6 gegen 6 gemacht. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es Combat-Pacing gibt, aber dann, dass man 6 gegen 6 oder 18 gegen 18 zum Beispiel hat, aber wirklich nur auf Karten 6 gegen 6. Und wenn man andere Karten spielt, dann eben die größeren bei 18 gegen 18. Jetzt kommt ja, ob das dazu gehört oder nicht, glaube ich nicht, ja noch eine neue Rebirth-Map. Fortune's Keep oder Keep Fortune's, die soll jetzt am 13., also eigentlich heute ganz vorgestellt werden. Ein paar Creator haben da so Kuchen bekommen mit so Teilen davon, ja, das ist ein coole Marketing-Gag, aber zu sehen wird die sein, die wird Rebirth Island ersetzen tatsächlich, mit dem neuen Season 4 Update. Das wird ja in, ich glaube, 8 Tagen droppen. Da werden wir die nächsten 2-3 Tage mit Sicherheit noch mehr Infos zu bekommen. Das heißt, das ist mit Sicherheit schon mal der Vorgriff, Rebirth jetzt und dann die Alpha, über die es noch kein Datum gibt. Es wird eine Alpha geben, es wird wieder 2 gegen 2 Gunfight sein, wie das in MW19 war.
PlayStation 4 und 5 bekommt hier wieder das Recht, die vorher zu spielen. Genauso wie die Beta, die man wieder vorher spielen kann. Die Beta, da ist noch gar nicht so bekannt, steht nur in der Vault Edition und in der normalen Edition, dass man dann im Pregame-Zugriff hat auf der Konsole. Da steht kein Datum. Wenn ich raten müsste, wir haben jetzt den 13. Juni, ich vermute, die Beta irgendwann im August, frühestens, spätestens September, also wieder an dem Punkt, wo kaum Feedback noch umzusetzen ist, aber diesen Fehler machen die Entwickler um Activision und als Publisher ja wirklich jedes Jahr. Wir als Spieler, die Bugs rausfinden, die Spawn-Probleme rausfinden, bekommen die Betas der Games so kurz vor Release, dass da kaum noch was zu ändern ist. Warum auch immer, wäre ich dort Manager, würde das entscheiden, die Beta würde ein halbes Jahr vorm Game droppen, so dass meine Entwickler Zeit hätten, massive Probleme anzugehen und so wie bei MB19 zu hören und zu sagen, oh Leute, diese Gameplay-Entscheidung, die wir getroffen haben, wir haben zum Beispiel jetzt Decoys, also Puppen, die man irgendwo hinwerfen kann und wenn ein Spieler dran vorbeiläuft, ploppt diese Puppe auf, macht euch wohl keinen Schaden, aber soll Spieler verwirren. Es gibt Kameras, ein bisschen wie BO1, allerdings wohl eher aufgebaut wie aus Rainbow Six Siege, die ihr überall legen könnt. Es ist eine Feldaufrüstung und ihr könnt dann von dem kleinen Display oder sowas, egal wo ihr seid, sehen, wenn jemand an dieser Kamera vorbeiläuft. Vielleicht versuchen zerstören, ein bisschen extrem overpowered. Weiß jetzt auch nicht, ob ich so ein Fan davon bin. Es soll noch eine Granate geben, die ihr an Autos oder Wände machen könnt. Wenn sie an ein Auto geworfen oder getackert wird oder sonst was, dann kriegen die Insassen eine kurze Info, müssen raus, sterben ansonsten alle, was ich ganz cool finde. Ihr sollt Reifen zerschießen können. Bei der neuen Engine wurde immer wieder erwähnt, ich weiß gar nicht warum, dass das Wasser und die Wasserphysik groß bearbeitet wurde. Finde ich, ist jetzt ein... Also, man kann tauchen, man kann schwimmen im neuen COD, finde ich ganz cool. Konnte man in BO3 aber auch, also ist jetzt keine Weltneuheit, konnte man in BO4 auch. Und in BO3 konnte man auch unter Wasser schießen. Und jetzt soll es wohl so sein, zum Beispiel bei der Schiffsmission, je nachdem, es wird wohl nur in der Kampagne sein, dass das Schiff dynamisch ist und die Container verschieben und die Deckung verschoben wird. Alles ganz coole Spielereien, aber die wichtigsten Sachen haben wir meiner Meinung nach noch nicht erfahren. Was für eine Time-to-Kill werden wir haben? Wie werden die Maps wirklich aufgebaut sein? Nur weil sie kleiner sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht wieder nach oben gebaut sind. Wird die Minimap normal sein? Wird es Totenstille geben als Feldaufrüstung, was schon wieder grausam wäre, oder als Perk? Wird es Party-Modi geben? Welche Waffen genau wird es geben? Man weiß von der MP7, MP5, das war in einem Modern Warfare-Teil schon fast klar, ansonsten nix. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen, weshalb ich abschließend sagen würde, so 100% überzeugt bin ich von dem Ganzen nicht, weil wir in diesem Trailer und in dem, was vorgestellt wurde, einfach noch nicht viel gesehen haben. Ich hoffe, da kommt demnächst noch ein bisschen was. Am meisten interessiert mich jetzt erstmal diese neue Rebirth-Map, weil ich aktiv nur noch Rebirth spiele. Vielleicht wird das ja was Geiles. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt mir mal rein, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich hoffe, ich habe euch alles mitgeteilt, was wir aktuell wissen. Ist nicht so wenig, aber ist noch nichts, was nachher entscheiden könnte, wie das Game wirklich wird. Ich bin raus, haut rein.